Ich darf Sie recht herzlich bei uns auf Krone TV zur dritten Liga begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir mit der fünften Runde beginnen, werfen wir aber noch kurz einen Blick auf die gestrige Cup-Auslosung. Da hatte die Glücksfee für die Regionalligisten einen sehr guten Tag erwischt. Vor allem der Wiener Sportclub und Wiener Neustadt können sich über ihr Los freuen, während die Niederösterreicher mit der Rekordmeister Rapid Wien einen echten Kracher zugelost bekommen haben, müssen die Schwarz-Weißen gegen Rekordcup-Sieger Austria Wien ran. Also beide Wiener Großclubs kämpfen gegen einen Drittligisten um den Einzug in die dritte Runde. Das Top-Los ist Zweitligist Wacker Innsbruck. Zwar jetzt nicht, aber ganz so einfach wird es für Hans Klär und seine Stripfinger nicht werden. Nach der langen Reise in der ersten Runde zu Austria Lustenau geht es jetzt eben nach Tirol zu Wacker Innsbruck. Um in der zweiten Runde ein Heimspiel gegen einen Bundesligaverein austragen zu können, sind Vereine der Landesverbände jedoch berechtigt, einen Antrag auf Austragung des Cup-Spiels auf ihrer Sportanlage zu stellen. Wenn die infrastrukturellen Gegebenheiten, eine Veranstaltung des Spiels unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften, Verordnungen und Konzepte zulassen und die Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten gesichert ist, dann können auch die Drittligisten gegen den Bundesligisten zu Hause antreten. Jetzt aber genug vom ÖFB-Cup, vom Unica-ÖFB-Cup und starten wir in die Meisterschaft. Die fünfte Runde ist am Programm gestanden und der ASV Straßburg, der konnte am letzten Spieltag gegen Wiener Neustadt endlich den ersten Sieg einfahren. Gegen das Team Wiener Linien wollten die Burgenländer natürlich den Erfolg bestätigen und die nächsten drei Punkte erobern. Allerdings, die Elf von Trainer Herbert Gager kommt nicht als Punktelieferant ins Burgenland und ist ebenfalls auf den zweiten Dreier in der laufenden Saison aus. Selbstvertrauen haben beide Mannschaften. Beide konnten zuletzt einen Sieg einfahren. Das Team Wiener Linien gastiert bei Straßburg. Und die Wiener mit Gager am rechten Flügel. Der bringt den Ball herein. Die Straßburger können nur kurz klären. Und dann ist es Rajkovic mit einem Schuss aus dem Hinterhalt. Der verfehlt aber das Tor dann deutlich. Das Team Wiener Linien, die wollen ja ihrem Trainer Herbert Gager ein Geburtstagsgeschenk machen und den nächsten Dreier schenken. Immerhin wird er ja schon 51 Jahre der Mann auf der Betreuerbank. Der Wiener, der sieht aber die erste Möglichkeit für die Straßburger. Aber mit so einem Ball hat Ertanutsun dann keine Probleme. Gager? Mit der Hereingabe, aber die geht dann an Freund und Feind vorbei. Stifter im Tor, der Straßburger muss nicht eingreifen. Delic kann da seine Kopfballstärke nicht ausspielen. Dann Suda auf Rajkovic wieder im Zusammenspiel mit Suda. Und auch dieser Ball zu ungenau. Rückenlage und damit geht der Ball auch weit übers Tor. Daniel Suda, die Nummer 10, der Wiener. Dann einmal Utsun mit einem weiten Abschlag. Und der wird immer länger und länger und findet Delic. Und der überhebt Stifter und macht das 1-0. 27. Minute. Jasmin Delic bringt das Team Wiener Linien in Führung. Und er zeigt es unserem Kameramann. Leise sein, ganz ruhig sein. Anscheinend in der letzten Woche nicht im Kader gewesen. Da hat es einige Unstimmigkeiten gegeben und jetzt macht er das Tor. Der Dank gilt natürlich auch Ertanutsun. Lukas Stifter im Tor der Straßburger. Chancenlos bei diesem herrlichen Heber. Die Straßburger mit Kornholz, aber auch die können besser schießen. Der Ball aus dem Stadion, ein neues Spielgerät, muss also her. Das Team Wiener Linien macht das gut, ist eigentlich überlegen. In diesem Spiel vor allem haben sie auch die besseren Torchancen. Das war Gager per Kopfstifter mit der kurzen Abwehr und dann Delic bringt den Ball nicht zum 2-0 im Tor der Burgenländer unter. Halbzeitstand also 1-0. Trainer Gager schon mal die halbe Miete eingefahren. Aber die Straßburger, die werden besser. Laufen aber immer wieder in Konter. Oktay Yendi in der Mitte geht Manuel Gager. Manuel Gager aber bleibt hängen an der Straßburger Verteidigung.
Elfmeter, war das keiner. Anders. Wieder so ein Konter. Die Trausburger setzen alles auf eine Karte. Wieder Okta Yendi, der ist schnell. Wird von Pur verfolgt und Stifter. Zum Ersten. Suda holt sich den Ball wieder. Dann mit der Hereingabe und dann können sich die Trausburger befreien. Stifter also nicht gerade unterbeschäftigt in diesem Heimspiel gegen das Team Wiener Linien. Marco Anders. Markic mit dem Ball auf Handler. Der mit dem Abschluss, aber Abseitsstellung der Treffer hätte nicht gezählt. Patrick Handler mit dem ersten Schuss aufs Tor von Ertan Uzun. Buchecker. Die Trausburger drücken auf den Ausgleich. Und dann Foul von Mate Milicevic. Gelbe Karte gibt es da und Freistoß für Trausburg. Kornholz wird den zur Mitte bringen. Und dann ist es der Kapitän Holger Knarz per Kopf. Bringt den Ball aber nicht im Tor. Der Wiener unter. Die verlängern sich aufs Kontern. Die Trausburger. Anders mit dem schnellen Einwurf. Und dann Klaus-Peter Pur, guter Schuss. Aber auch der verfehlt sein Ziel. Dann liegt ein Spieler von Team Wiener Linien am Boden. Die Trausburger spielen aber trotzdem weiter. Buchecker. Weitergeleitet und dann steht Marco Anders frei und das ist der Treffer und somit auch der Ausgleich. 1:1, Marco Anders. Das Team Wiener Linien fühlt sich da benachteiligt. Immerhin ist ein Spieler von ihnen am Boden gelegen. Herbert Gager sagt, das ist unsportlich, Anders ist das egal, der haut den Ball zum Ausgleich rein. Die Trausburger gleichen also aus, 1:1, der neue Spielstand. Nächste Freistoßmöglichkeit für die Heimischen, Kornholz. Aber Makic kann das besser. Keine Probleme für Uzun. Wir sind in der Schlussphase des Spiels. Das Team Wiener Linien natürlich mit der Wut im Bauch. Delic und dann das 2:1. Per Innenstange geht der Ball ins Tor. Stifter macht da keine glückliche Figur. Jasmin Delic. Unfassbar. Kopfballtreffer. Delic. Stifter wollte den Ball da wegfausten. Faustet sich den auf die eigene Stange. Und ermöglicht somit dem Team Wiener Linien die nächsten 3 Punkte. 2:1 Sieg in Trausburg. Im letzten Spiel nicht im Kader, jetzt der Matchwinner für das Team Wiener Linien. Kapitän Jasmin Delic macht mit einem Doppelpack alles klar und sichert so den Wienern den 2. vollen Erfolg. Feiern durften die Wiener aber nicht nur den Sieg, sondern auch den 51. Geburtstag von Trainer Herbert Gager. Wir gratulieren natürlich recht herzlich. Für die Trausburger der nächste Rückschlag. Nach 5 Spielen steht die Lederelf nur mit einem einzigen Sieg da. Da wird es jetzt schon ein bisschen eng am Tabellenende. Ebenfalls nur einen Sieg am Konto hat bislang Dreiskirchen. Die Bachmeier Dollarelf spielte bislang wohl den schönsten Fußball in der Liga, konnte sich aber noch nicht wirklich dafür belohnen. Zu viele Fehler in der Abwehr und vor dem Tor, wie schon in den letzten Jahren, Ladehemmung. Im Match gegen Tabellenschlusslicht Wiener Viktoria soll sich das jetzt aber ändern. Als einziges Team noch keinen Sieg am Konto, hat aber die Elf von Trainer Toni Polster. Ein mageres 0:0 gegen den ersten Wiener Neustädter SC war bislang die einzige Ausbeute der Meidlinger in der laufenden Saison. Vielleicht kann man ja wie in der letzten Saison auch heuer wieder in Dreiskirchen überraschen. Damals konnte man die Niederösterreicher mit 3:2 bezwingen. Wie es dieses Mal ausgegangen ist, schauen wir uns jetzt an. Es geht wieder mal um 3 Punkte und die Dreiskirchner wollen nicht in Schönheit sterben, sondern wollen gewinnen. Gegner im Spiel ist Wiener Viktoria. Das Tabellenschlusslicht aus Meidling ist 1 Punkt konnten sie holen im Spiel gegen Wiener Neustadt. Die Polster Elf, die will es den Dreiskirchnern zeigen und beginnt recht forsch. Attackiert hoch. Grischke, Wahnsinnsfehler an Janwu. Ich weiß nicht, welcher Fehler größer ist, entweder der von Anjanwu, diesen Ball nicht zu machen, oder von Grischke, diesen Ball nicht wegzuschießen. Aber die Dreiskirchner wieder mal mit ihren berühmten Slapstick-Einlagen. Fischauer hat dann die erste Möglichkeit für die Bachmeier. Toller Elf, nagelt den Ball aber weit drüber. Wiener Viktoria wieder im Vormarsch und das ist Windisch, der rechte Verteidiger, und der macht die Führung. 13. Minute, Richard Windisch. Der aufgerückte Außenverteidiger macht's für Wiener Viktoria. Und Dreiskirchen geschockt.
vielleicht noch von den Anfangsminuten und dem Fehler von Grischke. Windisch macht das auf alle Fälle mal mit viel Übersicht, nimmt sich da den Ball mit und dann mit dem linken Außenriss ins lange Eck. Grischke, keine Abwehrmöglichkeit. Und die Dreiskirchner, die liegen wieder mal im Rückstand. Aber sie sind in Spiellaune. Das ist Patrick Haas auf Eldis Berami. Vor allem der und Lukas Fieler im Tor. Der Meidlinger hat viel zu tun. Eldis Berami vor allem. Das ist irgendwie ein Privatduell der beiden. Dann einmal Amar Helic. Leo Maros auch einmal vorne im Angriff zu finden. Wieder Helic. Berami ganz frei. Und das ist Berami die zweite und Fieler die zweite. Geht's nach diesem Duell, dann führt der Tormann von Wiener Viktoria schon 2:0. Herrliche Parade. Ärger bei Berami natürlich. Applaus für die Mitspieler. Oder sogar für Fieler. In der nächsten Szene steht er nämlich wieder im Geschehen des Ganzen bei Berami. Dieses Mal aber vorbei am Tor. Mikolajczyk hat den Ball noch abgefälscht. Der Corner hat nichts eingebracht. Dann Lederer, herrlich, Berami, Zuckerpass und dann ist es Patrick Haas mit Mithilfe von Stefan Rauchecker, der den Ausgleich erzielt. 36. Minute, der Bann ist gebrochen, die Dreiskirchner gleichen aus nach herrlichem Pass von Berami. Macht's Patrick Haas selbst oder halt mit Mithilfe von Rauchecker, Fehler dieses Mal ohne Abwehrmöglichkeit. 1:1, also der neue Zwischenstand. Und das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Die Dreiskirchner machen dort weiter, wo sie aufgehört haben bei den Torchancen. Vernebeln. Herrlicher Schuss von Berami. Wieder knapp drüber. Bei dem soll es heute einfach nicht klappen. Und da sind die Dreiskirchner schon wieder. Und dieses Mal ist es Oliver Mohr. 56. Spielminute, 2:1. Wuchtiger Kopfball von Mohr. Der kommt da angelaufen von hinten. Keine Abwehrmöglichkeit. Und nicht zu verteidigen, der Mohr und der köpft ein 2:1. Riesenfreude beim defensiven Mittelfeldspieler. Die Dreiskirchner beherrschen jetzt das Geschehen. Das ist natürlich wieder Berami und der versucht es wieder ins lange Eck, aber Fieler mit der nächsten Glanztat. Jetzt spielen die Dreiskirchner auf die Entscheidung. Das ist wieder Eldis Berami. Der war überall zu finden. Eldis Berami, der wartet lange, sieht Haas am langen Eck und der köpft ein zum 3:1. Connection Berami Haas. Vorbildlich in diesem Spiel. Zweite Auflage von Berami, zweites Tor von Haas. Wieder mal ein Zuckerpass Berami und Haas wieder mit Mithilfe des Gegners. Dieses Mal war es Windisch per Kopf. Zum 3:1. Auch diese Tore sieht man nicht alle Tage bei Patrick Haas. Ist er nicht gerade ein Kopfballspezialist? Toni Polster, schwer bedient nach einer tollen ersten Halbzeit, ist seine Mannschaft zurückgefallen im zweiten Abschnitt. Einzige gute Möglichkeit hat Kevin Bangay. Dreiskirchen gewinnt mit 3:1. Top-Leistung der Dreiskirchen, obwohl zu Beginn des Spiels wieder der Schlendrian Einzug hielt. Am Ende aber doch ein verdienter 3:1 Erfolg der Niederösterreicher. Man of the Match war sicherlich Dreiskirchens Spielmacher Eldis Berami. Für ein Tor hat es zwar nicht gereicht, da ist das Duell an Lukas Fieler gegangen, aber für zwei sehenswerte Assists. Und das sagt Eldis Berami zum Sieg. Eldis Berami, ein 3:1 ist es geworden, zwei Tore aufgelegt, leider keine selber gemacht, aber ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass man drei Punkte eingefahren hat. Ja, auf jeden Fall, wir wollten die Punkte auf jeden Fall bei uns lassen heute. Man sieht halt, wir spielen wieder, sind dann wieder 1:0 hinten, wissen selber nicht warum und dann müssen wir halt immer hinterherlaufen. Gott sei Dank ist uns halt das geglückt, dass wir das umdrehen können. Nach wenigen Minuten der Grischke mit dem Patzer, da hat man sich vielleicht schon gedacht, oh je, vielleicht steht es jetzt schon 1:0, aber es ist dann durch Windisch passiert. Aber man hat gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit, spielerisch den Stempel aufgedrückt und dann so ein Zauberschupfer auf Patrick Haas, der dann mit dem Kopf zum 3:1 und dann war der Deckel drauf, oder? Ja, also zweite Halbzeit, ich glaube, dass sie auch von der ersten Halbzeit ziemlich müde waren. Dann zweite Halbzeit ist ihnen die Kraft ausgegangen. Sie haben sich halt, glaube ich, auch nicht so auskannt, wie sie attackieren sollen, weil wir immer zwischen den Linien waren, da haben sie sich ein bisschen schwer dann.
Und ja, das zweite Tor, also ich glaube, es ist 2-1, oder? Vom Hasi, oder ist 3-1? 3-1. Ja, der Hasi ist ein Kopfballspezialist, das wissen wir. Aber eine schöne, ein Zuckerpass, haben wir gesagt, in der Übertragung. Und auch der erste zum 1-1 von dir war durch. Was war heute los? Ganz anders als im Bruck gespielt, viele Torschüsse gehabt, viel mehr im Spiel gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gegen Bruck war es ziemlich schwierig, der Platz war halt auch nicht so besonders gut. Die waren auch deutlich aggressiver als wir halt am Dienstag, muss man auch ehrlich zugeben. Da haben wir uns die Schneider abkaufen lassen. Heute sind wir komplett anders auftreten, wollten unbedingt den Sieg haben. Und daheim bei uns sind wir, glaube ich, schon am 8. Da ist es ziemlich schwer, dass man uns da schlägt. Viele sagen, oder wir sagen da auch immer, irgendwie ist Dreiskirchen stirbt so in Schönheit ein bisschen. Oder macht sich das Leben mit dem Klein-Klein immer selber schwer. Stimmt das oder habt ihr uns heute wieder mal eines Besseren belehrt? Ja, ich glaube, jeder hat da andere Sichtweise. Man stimmt, also wenn wir ehrlich sind, wenn man die Gegentore sieht, sieht man, dass es dann wieder meistens Eigenfehler sind. Aber wir leben halt davon. Wir haben halt, wie ich die Sendung verfolgt habe, wie der Norbert Schweizer gesagt hat, da keinen richtigen Plan B. Aber das brauchen wir auch nicht. Wenn wir unseres durchspielen und unseres zeigen, was wir spielen können, dann brauchen wir keinen Plan B. Dann können wir auch mit dem durchkommen. Bruck war halt leider nicht so der Fall. Erstes Spiel Mannsdorf, besser waren wir, haben wir die Tore gekriegt, okay, Admira, okay, ein Mann weniger, haben sie gesagt. Heute unseren Stempel aufdrückt und jetzt kommt der nächste Woche Wiener Sportclub, auch ein super Gegner. Gegen die wollen wir natürlich auch unseren Stempel aufdrücken. Letztes Spiel gegen den Wiener Sportclub 6-4 gewonnen. Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Also Vorbereitungsspiele und Meisterschaftsspiele ist was anderes. Wenn ich mal Vorbereitungsspiele hernehme, haben wir da jeden herpaniert. Ja, Sportclub, eine super Mannschaft, jetzt glaube ich auch alles gewonnen, glaube ich, bis jetzt. Da haben super Einzelspieler, wir aber auch. Also von dem her mache ich mir keine Sorgen. Wir werden so auftreten, dass wir gewinnen und werden hoffentlich auch gewinnen, ja. Ja, das war also Eldis Bayrami und Wiener Viktoria. Die stehen nach einer guten ersten Halbzeit wieder einmal ohne Punkte da. Wir haben Trainer Toni Polster nach dem Spiel zum Interview geholt. Toni Polster, 1-3 hier mit einer Wiener Viktoria in Dreiskirchen. Der Start war vielversprechend. Zweite Minute, Riesenchance von Anjanwo, dann dieses 1-0 von Windisch. Und wir haben euch ganz anders erwartet eigentlich. Ihr wart aggressiv, seid Dreiskirchen angegangen, was eigentlich fast keine Mannschaft macht. Ja, das stimmt, da haben wir gut gespielt, haben wir gut angefangen. Das Tor hat uns auch relativ Sicherheit gegeben. Aber dann all along fehlen dann die Ballstaffetten, die Ballsicherheit, um auch vorne mehr Chancen sich herauszuarbeiten. Und dann kriegen wir halt auch viel zu viele Tore, dumme Tore, einfache Tore. Und vorne treffen wir einfach zu wenig. Das ist unterm Strich der Tabellenplatz, wo wir jetzt stehen. Es wird ein harter, ständiger Weg werden, aber wir werden nicht aufgeben. Wir werden weiterkämpfen und wir werden weiter hart arbeiten, um aus dieser Krise herauszukommen. Diese Krise, die kennt ihr schon, weil im Vorjahr war das eigentlich fast nichts anderes wie jetzt. Zu Beginn hat es nicht geklappt. Viele haben euch dann abgeschrieben schon als Fixabsteiger und dann ist dieser Lauf gekommen und am Ende hat dann Platz 7 rausgesehen. Kann das heuer auch wieder so passieren? Ja, ein paar, glaube ich, verlassen sich auf das, dass das wieder passiert. Aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn man dauernd die Tür aufmacht oder aufmachen möchte, dann geht sie irgendwann einmal auf. Und das ist kein Selbstläufer, das müssen wir wissen. Also das, was letztes Jahr passiert ist, war außergewöhnlich, war fantastisch. Aber das zu wiederholen, ist natürlich unheimlich schwer. Was war heute in der zweiten Halbzeit anders als in der ersten Halbzeit? Warum hat das dann nicht mehr so funktioniert? Auch haben wir ein bisschen die Kräfte dann gefehlt? Ja, die Kräfte haben nicht gefehlt, weil wir körperlich sind wir in Ordnung. Aber wenn du am Boden liegst und dann von 5 Metern einen köpfeln lässt, völlig freistehend, obwohl wir fantastische Kopfballspieler hast, dann musst du dich nicht wundern, dass am Ende nichts herausschaut. Klare Worte von Toni Polster an seine Mannschaft nächste Runde. Hängen die Trauben wieder hoch, kommt Titelkandidat Stripfing nach Wien, Meidling. Nächstes Spiel bei uns in der dritten Liga und wir wechseln vom Tabellenende an die Tabellenspitze und machen in Leobendorf Halt. Die Laschet Elf hat sich mit 3 Siegen aus 3 Spielen rehabilitiert und das letzte Jahr vergessen gemacht. Mit Machfeld Mansdorf empfängt man jetzt den Abbruchmeister der letzten Saison. Doch die Machfelder sind noch nicht richtig in der Meisterschaft angekommen und laufen der Form des letzten Jahres ein bisschen hinterher. Das Spielglück ist aber auch derzeit nicht auf der Seite der Janka-Elf. Aber vielleicht dreht sich das alles jetzt in Leobendorf.
Drei Spiele, drei Siege, so kann eine Meisterschaft starten, wie die der Leomdorfer. Die Mansdorfer eher schlechter in die Saison gestartet, die wollen aber da anschreiben. Unter der Burg Kreuzenstein die erste Möglichkeit haben aber die Heimischen. Milosevic schickt Miesenböck und der trifft zum 1:0. Aber da schießt sich der Trio, das hat da was dagegen. Miesenböck kann es nicht glauben und es war auch kein Abseits. Das Tor hätte zählen müssen. Marco Miesenböck da nicht gerade glücklich. Aber die Laschet-Elf kommt schon wieder über Milosevic und Oli Pranic. 1-2 Übersteiger, den kennen wir. Und dann Außennetz. Nächste gute Möglichkeit für den rot spielenden Leomdorfer. Dann Oroschi, der setzt da zum Solo an. Immer noch Oroschi, den kann da keiner halten. Abgefälschter Ball. Und dann wäre auch Schweiger geschlagen gewesen. Knapp neben dem Tor, das wäre es gewesen, mit der ersten Möglichkeit im Spiel in Führung zu gehen. Es bleibt aber beim 0:0. Die Leomdorfer. Petermann zur Stelle, Eckball. Der bringt aber nichts ein. Dann Ballverlust der Mansdorfer. Eine gute Flanke, aber wieder ist es Oli Pranic am zweiten Pfosten, der dann nicht ganz an den Ball kommt. Petermann zuerst unterlaufen. Die Flanke, so ist es Pranic am Ball gekommen. Und dann wieder Pranic, 1-2 Übersteiger. Nein, dieses Mal nicht. Und Miesenböck trifft er durch die Beine von Petermann zur Führung, 21. Minute. Vielleicht hat sich dann Nesovic auf das eingestellt, dass Pranic wieder seine Übersteiger auspackt. Macht er nicht, er passt. Und dann durch die Hosenträger von Petermann ins kurze Eck, 1-0. Gerecht diese Führung für die Leomdorfer im Heimspiel gegen Mansdorf. Die Anker-Elf, wie antwortet sie auf diesen Rückstand? Radko Bulic, guter Pass auf René Krivak. René Krivak gegen den Sportclub nach seiner Einwechslung hat er 9 Sekunden für das Tor gebraucht. Hier verzieht er, aber deutlich. Carsten Janka zeigt es an, er will mehr von seiner Mannschaft sehen, aber er sieht die Leomdorfer und das ist Christian Babic. Der sieht in der Mitte Hofer und der haut den Ball über den Fangzaun. Tolle Möglichkeit, die nächste für die Leomdorfer. Und das 1:0 schmeichelt den Mansdorfern. Milosevic schon wieder in der Vorwärtsbewegung. Pranic, nein, Miesenböck, Entschuldigung, guter Schuss. Aber auch der eben nur knapp am Tor vorbei. Ja, die Chancenauswertung, die hat den Leomdorfern in der letzten Saison viele Punkte gekostet. Jonovic, einmal kommen die Mansdorfer vor und dann klingelt's. Samuel Opong, 44. Spielminute. René Krivak mit einer Chance und jetzt Opong mit einer Chance und da machen sie ein Tor draus. Effizient ist die Anker-Elf, das kann man sagen. 1:1, auch der Halbzeitstand. Und nach dem Seitenwechsel läuft wieder alles auf ein Tor, nämlich auf das Tor der Mansdorfer Milosevic. Unfassbare Chancen, was die da liegen lassen. Wenn sich das nicht einmal rächen wird, dann am Ende des Spiels. Miesenböck, der war gut drauf. Milosevic, guter Schuss, Petermann. Kann den Ball nicht festhalten, seine Abwehr hilft ihm aber und kann klären. Den Fans gefällt das Spiel. Viel los vor dem Tor, vor allem vor dem Tor der Mansdorfer. Miesenböck mit der Flanke und dann ist der Ball drinnen. 2:1. Miroslav Milosevic darf sich freuen, 4. Saisontreffer, aber wir lösen auf. Eigentlich ein Eigentor. David Hochreiter verpasst mit links den Ball. Mit dem Standfuß geht er dann rein. 2:1. Unglücklich. So wie die Mansdorfer agieren. Und die Leomdorfer, die wollen nachsetzen. Miesenböck. Unfassbarer Schuss und da ist das dritte Tor. Nur kurz später, Marco Miesenböck schnürt den Doppelpack. Herrlicher Schuss, Petermann, da ist nichts zu halten. Und die Leomdorfer, die führen 3:1. 68. Spielminute, ist das schon das Ende der Mansdorfer? Jakob Josic probiert es nochmal mit einem Freistoß, Schweiger mit der Parade. Kommen die nochmal zurück
die Mansdorfer, die Anker-Elf, kommen sie noch. Sie bleiben im Ballbesitz. Obong mit der Hereingabe und dann das Eigentor. Dennis Tokgötz per Kopf mit dem Eigentor, 73. Minute. Jetzt könnte es wirklich nochmal spannend werden. Der hilft den Mansdorfern da vielleicht sogar noch zurückzukommen ins Spiel. Schweiger und Griebach da dann noch im Zweikampf im Tor. Hilft aber alles nichts, der Treffer zählt und es steht nur noch 2:3 aus Leumdorfer Sicht. Ja, eigentlich hätte es schon klarer stehen können, aber vielleicht wird es dann doch nochmal spannend. Miesenböck zieht er in die Mitte. Milosevic, guter Pass, Branic. Aber der trifft den Ball nicht richtig und die nächste Chance ist vergeben. Viertel, gut gespielt, Viertel etwas glücklich dann nochmal an den Ball gekommen und dann ist es Unger, der wieder an der Menschenmauer vor dem Mansdorfer Tor scheitert. Der Ball will einfach nicht rein, Chancen in Hülle und Fülle. Aber nur 3 Tore und es ist knapp, es steht immerhin nur 2:3, Carsten Janka. Ja, der will mehr, sieht aber den nächsten Angriff der Leumdorfer. Kevin Aue mit dem Solo, Aue! Aber auch der Schuss geht dann am Tor vorbei. Die letzte Möglichkeit im Spiel haben natürlich die Mansdorfer und das wird eine große! Unglaublich, den Yangtze aus dem Stadion, die Mansdorfer. Und es bleibt somit beim 3:2 für die Leumdorfer. Großes Glück, 3 Punkte für die Laschet-Elf. Der nächste Sieg der Leumdorfer und somit ist man perfekt in die neue Saison gestartet. Für Trainer Sascha Laschet war das Spiel gegen Mansdorf eine klare Angelegenheit. Ich darf zitieren, das Ergebnis schaut zwar nicht danach aus, aber es war eine klare Angelegenheit. Leider war unsere Chancenauswertung wieder einmal unterirdisch. Aber solange wir gewinnen, ist das okay. Im letzten Jahr hat man noch solche Spiele verloren. So ergeht es derzeit den Mansdorfern. Es soll derzeit einfach nicht sein mit einem Sieg. Und ja, Carsten Janka kann sicherlich nicht zufrieden sein mit der Leistung von seiner Mannschaft in den bisherigen Spielen. Wir sind nach einer kurzen Werbung gleich wieder da. 2 Spiele der dritten Liga haben wir noch. Der Wiener Sportclub muss gegen den ersten Wiener Neustädter SC ran. Und Bruck an der Leiter gastiert in Stripfing. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück in der dritten Liga. 3 Spiele hatten wir schon vor der Pause. Für diejenigen, die noch nicht mit dabei waren, hier noch einmal die Ergebnisse. ASV Trasburg unterliegt dem Team Wiener Linien 1:2, Dreiskirchen besiegt Wiener Viktoria mit 3:1 und Leumdorf gegen Mansdorf endete 3:2. Jetzt aber weiter und zwar mit dem Wiener Sportclub. Die Dornbacher starteten mit einer blütenweißen Weste in die neue Saison. Nicht nur in der Meisterschaft konnte man seine Spiele für sich entscheiden, auch im ÖFB-Cup ist man eine Runde weitergekommen. Diesen Lauf, den will man natürlich auch im Spiel gegen den ersten Wiener Neustädter SC fortsetzen. Für die Weinstaubler 11 eigentlich ein Pflichtsieg. Aber wie man weiß, sind solche Spiele immer die schwersten. Denn die Niederösterreicher kommen auch noch mit Selbstvertrauen im Gepäck nach Dornbach. Immerhin konnte man im letzten Spiel nicht nur den ersten Dreier holen, sondern auch die ersten Meisterschaftstore erzielen. Einer, der bereits gegen seinen Ex-Club Neusiedl getroffen hat, will dieses Kunststück auch gegen den Sportclub wiederholen. Osman Bozkurt. Er will den nächsten ehemaligen Club mit einem Treffer ins Tal der Tränen stürzen. Osman Bozkurt ist zurück an der Alszeile, allerdings mit Wiener Neustadt und als Gegner vom Wiener Sportclub. Jürgen Bürgermeister und seine Mannschaft, die wollen etwas entführen hier von den Schwarz-Weißen. Und die erste Möglichkeit gehört auch den Gästen. Das ist Mujkic, der bringt da den Ball zur Mitte, abgefälscht. Brügelhof braucht da nicht eingreifen. Take-Ball bringt nichts ein. Der Sportclub dominiert aber dieses Spiel. Filip Dimov mit der Flanke, Spahic mit dem Handspiel. Oder was die Schulter, er zeigt dann Schulter. Schiedsrichter Kuber sagt Handspiel, Elfmeter für den Wiener Sportclub. Das ist natürlich eine Angelegenheit für Andrei Todorovski. Eiskalt verwandelt, 1:0. Keine Abwehrmöglichkeit für Philipp Klar. Nach 19 Minuten geht der Sportclub also in Führung. Todorovski hoch
ins Kreuzig, klar in der anderen Ecke, keine Abwehrmöglichkeit. Der Sportclub spielt weiter munter drauf los. Nach vorne natürlich Belian und das ist Hirschhofer. Erster Eckland-Start von Philipp Klar. Robert Weinstaubl ist aber nicht ganz zufrieden. Er will mehr sehen von seiner Mannschaft. Ivan mit dem guten Pass und das ist wieder Hirschhofer. Der findet wieder nur die Handschuhe von Philipp Klar, der mit der tollen Parade. Sie ist nicht die letzte in diesem Spiel, so viel können wir Ihnen schon verraten. Dann wieder Ivan, gute Partie des kleinen Mittelfeldmanns des Wiener Sportclub und das ist Todorowski. Der versucht es dann mal aus der Distanz, es bleibt aber beim Versuch. Die Neustädter eher nur auf Verteidigen aus. Die Zuschauer, denen gefällt das Spiel, der Sportclub führt nämlich zur Halbzeit. Mit 1:0. Der Krisenstab der Neustädter, der berät sich einmal, wie sie die zweite Halbzeit anlegen können. Das ist Haas mit dem Solo auf Todorowski, den kennen wir schon. Der kann schießen, aber heute klappt es nicht so, nur vom Elferpunkt. Robert Weinstaubl immer noch nicht zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft und er sieht wieder mal eine Möglichkeit. Der Neustädter Sellinger kommt dann nicht zum Ball und Elias Weidinger, der rasiert den Ball nur, geht aufs Tordach, wäre aber nicht gefährlich gewesen. Brögelhof wäre da gewesen. Und dann Hirschhofer alleine auf Philipp. Klar, wird dann noch gestört von Spajic und dann Riesenverwirrung im Strafraum. Der Neustädter Dimov nochmal auf Ivan und dann ist es aber vorbei. Die Neustädter können klären, Coach Bürgermeister kann durchatmen. Rückpass Haas auf Brögelhof. Eigentlich ein verunglückter Abschlag, aber er leitet einen Konter ein. Dimov, Zauberpass auf Ivan. Ivan, der macht das Tor nicht. Kein 2:0. Todorowski hebt der Ivan wieder auf. Es bleibt beim 1:0 vom Sportclub. Dann wieder Brögelhof, toller Pass und dann schauen sie sich diese Ballstaffette an und das ist wieder Ivan. Und dieses Mal ist Philipp Klar der Sieger in diesem Duell. Philipp Klar, der Beste seiner Mannschaft, der vereitelt Tore am Fließband. Todorowski mit dem Eckball, Jackl mit dem Kopfball, dann ist nochmal Jackl da, geht knapp am Tor vorbei. Das war's, der Sportclub, der gewinnt gegen Wiener Neustadt mit 1:0. Ja, es war keine Glanzleistung, aber die drei Punkte zählen, abhaken und auf das nächste Match konzentrieren. Der erwartet schwere Sieg für die Dornbacher. Die Neustädter verkauften sich teuer, waren aber am Ende doch weit von einem Punktegewinn entfernt. Wir kommen zum Topspiel der Runde und das ist ein Duell zweier Niederösterreicher. Auf der einen Seite Titelkandidat Stripfing, auf der anderen das Überraschungsteam aus Bruck an der Leitha. Die Stripfinger haben zwar die bisherigen zwei Spiele gewinnen können, aber so richtig überzeugt hat die Kläranlage noch nicht. Anders als die Brucker, sie haben aus den ersten vier Spielen unglaubliche 3 Heimsiege einfahren können und mussten sich nur dem Wiener Sportclub knapp mit 1:2 geschlagen geben. Jetzt will man natürlich auch den Titelkandidaten aus Stripfing ein Bein stellen. Die Kläranlage, die muss gleich auf mehrere Stützen verzichten, doch bei diesem Kader soll auch das kein Problem sein. Der SV Stripfing im Blau trifft auf den ASK BSC Bruck an der Leitha. Die spielen ganz in Weiß und die erste Möglichkeit haben die heimischen. Nico Löffler schickt da Benjamin Sulimani und sein Schuss geht nur knapp am Tor von Christopher Stadler vorbei. Die erste Duftmarke in diesem Spiel ist gesetzt, Sulimani also mit dem ersten Torschuss. Bruck-Trainer Mario Sandner sieht aber seine Mannschaft zurückschlagen. Das ist Marco Elbel, der zündet den Turbo, seinen Schuss knapp am Tor vorbei. Hans Klär ist nicht ganz zufrieden, will mehr Bewegung im Spiel seiner Mannschaft. Dann tot auf Zvonimir Sieger, der kriegt den Ball nicht. Elbel spritzt da dazwischen, sieht Matus Paukner und nach 17 Minuten steht es 1:0 für den Außenseiter aus Bruck an der Leitha. Torschütze
Der Goalgetter von Dienst natürlich, Matusz Baugner, aber hervorragend. Die Vorarbeit von Marco Elbel, Sitter, Baugner mitlaufen, Sadelek geschlagen, abseits war das nicht. Die Brucker führen 1-0, aber schwerer Fehler in der Abwehr, der Striebfinger. Die Antwort kommt aber prompt tot auf Jevtenitsch, der mit der Flanke. Herbst kann klären, Nico Löffler mit der Übersicht, Sulimani eiskalt, Ausgleich 1-1. 20. Minute, der Torschütze gehört natürlich vor den Vorhang, Benjamin Sulimani vollstreckt zum Ausgleich. Aber herrliche Vorarbeit von Nico Löffler. Anstatt zu schießen, sieht er, Sulimani spielt auf und der trifft 1-1 also in diesem Spiel. Das geht ja mal munter los und die Brucker mit der nächsten Chance, das ist Albert Kautz. Auf der Seite, der Ball kommt gut, Zwieger rutscht aus, Baugner. Das hätte es eigentlich sein müssen, wieder die erneute Führung. Der Bruck, aber Matusz Baugner trifft da den Ball nicht richtig, Zwieger rutscht aus. Zu unplatziert, genau in die Mitte, Hans Klär immer noch nicht zufrieden. Korrigiert da, will mehr Tiefe im Spiel haben, Bob gibt ihm die auch gleich. Balzer steckt durch. Und dann ist es Weber mit der Flanke. Die Brucker können kurz klären, aber Max Balzer, sein Schuss geht dann doch übers Tor. Schiedsrichter Lenz bittet zur Pause. 1-1 der Halbzeitstand, also zwischen Striebfing und Bruck im Spitzenspiel. Zweite Halbzeit. Dort mit dem Eckball. Das wird ein Trick. Sulimani trifft den Ball aber nicht richtig. Der geht hoch übers Tor von Stadler. Und Mikolic und Sandner, die wollen die Führung. Vielleicht jetzt. Beredet hätten sie es schon, Ivic. Keine Mühe für Sadilek. Ja, die richtigen Torschancen fehlen in diesem Spiel. Die Brucker stehen ihrem Mann, kämpfen und fighten, was das Zeug hält gegen die Striebfinger. Die werden unterstützt von ihren jungen Fans. Und dann ist es Kürsat Gütschli mit dem herrlichen Lochpass. Stadler oder Alaca. Stadler gewinnt dieses Duell da gegen Ali Alaca, aber toller Pass von Gütschli ins Loch, aber ein bisschen zu weit. Die Striebfinger jetzt aber vermehrt im Angriff. Sulimani tot. Und dann ist es Balzer mit der geschossenen Flanke. Sulimani! Solche hat er auch schon gemacht per Kopf. Dieses Mal geht der Ball aber dann deutlich am Tor vorbei. Applaus gibt es trotzdem für die tolle Flanke von Balzer. Dann Bocke. Mit dem Rückpass auf René Herbst, der zu lässig mit dem Fehlpass, Löffler, jetzt geht schnell, Alaca, Tor, 2-1 und so einfach geht das. Das ist eine Spitzenmannschaft, die nützt das aus. Ali Alaca trifft zum 2-1 und jubelt mit dem Herrn Papa ein Küsschen auf die Stirn und dann dürfen auch die Kameraden mit ihm jubeln, Alaca im Reinrutschen, dieses Mal kein Fallrückzieher. Kein Seitfallzieher, kein Weitschuss ins Kreuzig, sondern einfach nur ein Rutscher, aber der macht es 2-1 also für die Klärelf. Und die Brucker, die wollen den Ausgleich. Ob der gelingt? Vrsany, der will da ein Handspiel gesehen haben, Albert Kautz. Und ein bisschen Verwirrung vor dem Tor der Striebfinger, die bekommen den Ball nicht weg. Und dann ist es wieder Kautz, sein Schuss aber dann recht deutlich am Tor von Sadilek vorbei. Unglücklich, die Brucker, wie sie hier agieren in Striebfing, die Klärelf. Effizient, Stadler mit dem Abschlag. Und dann der direkte Gegenstoß. Gütschli auf Halil Erbey, der ist eingewechselt worden. Sulimani lässt durch, das ist tot. Stadler und die Stange verhindern das 3-1 für die Striebfinger. In den Schlussminuten, guter Konter, der macht Felder. Aber der bringt nichts ein, Sulimanis Kopfball geht noch über die Latte und dann der Schlusspfiff von Schiri Lenz. Die Striebfinger gewinnen das Spitzenspiel gegen Bruck, also 2-1. Eine ganz bittere Niederlage für die Brucker. Im ganzen Spiel hat die Sandnerelf eigentlich nur einen einzigen Fehler gemacht. Und genau diesen nützten die Striebfinger zum 2-1 Sieg. Das ist eben der Unterschied zu den Top-Favoriten, meinte Sandner nach dem Spiel. Was Hans Klär und Siegestorschütze Ali Alaca zum Match sagten, hören wir uns jetzt an. Hart erkämpfte 3 Punkte, Ali Alaca 2-1 Sieg, Goldtor geschossen dann am Ende. Aber es war wirklich eine
glaube ich, ziemlich harte Partie für euch. Ihr habt es euch richtig schwer getan. Ja, auf alle Fälle. Ich denke, es war ein hart erkämpften 3 Punkte. Ich denke, wenn man so über 90 Minuten betrachtet, haben wir es eigentlich, ich würde mal sagen, dominiert. Aber jetzt die 100%igen Torchancen hat man nicht. Umso, ja, manchmal braucht es eben nur eine Aktion, wie jetzt halt in den letzten 10 Minuten, dass ein Spiel entscheidet. Ja, Gott sei Dank nehmen wir mit. Gut, dass wir die Serie jetzt weiterführen können, so mit 3 von 3. Die Brugger haben eigentlich im ganzen Spiel einen Fehler gemacht und das war dann das 2:1 von dir. Da war René Herbst nicht ganz im Bilde und Ali Alacar hat das abgenasert und dann im Rutschen noch vollendet. Einmal kein Fallrückzieher oder Seitfallzieher-Tor, sondern ein ganz normales. Ich nehme jedes Tor mit. Da ist wurscht, ob Seitfallzieher, links, rechts, Kopfball, Tor ist da. Solange Tore zählen auch nur eben, wenn sie Punkte bringen. Ich bin wirklich happy, dass ich heute Siegestor machen konnte. Das war das erwartet schwere Spiel. Gegen kampfkräftige Brugger, die das in den letzten Spielen schon gezeigt haben. Ich glaube, wir haben ganz gut angefangen, haben aber dann in der letzten Zone die eine oder andere Situation nicht gut fertig gespielt. Und mit unserem ersten Fehler sind wir 0-1 in Rückstand gegangen. Das haben wir zum Glück schnell weggesteckt. Aber das hat dann unseren Spielfluss ein bisschen gestört, der erste Halbzeit. Wir sind immer. Wir haben uns teilweise dann das Spiel aufdrängen lassen von anderen und haben leider die Halbräume nicht so gut bespielen können. Zweite Halbzeit war es dann auch, weil wir doch einige Ausfälle gehabt haben, haben wir Viererkette komplett umdrehen müssen. Das hat man dann gemerkt, ein bisschen am Anfang, die ersten 15 Minuten, aber dann, glaube ich, ab der 60. waren wir auch die bestimmende Mannschaft und da haben wir auch 3-4 Situationen gehabt, die wir halt besser fertig spielen müssen, wo wir Überzahl sind, 3-2, 4-3, dann könnte man früher in Führung gehen. Aber wie du richtig sagst, das war dann ein Fehler im Spielaufbau von Bruck, der uns dann zum 2:1 geführt hat. Die Brugger haben dagegen gehalten, das schwere Spiel war es, körperbetont. Ist das eigentlich, muss man damit jede Runde rechnen, dass ein jeder Gegner gegen Stripfing so spielen wird. Bruck hat das aber extrem gut gemacht. Was mir aufgefallen ist, im letzten Drittel hat das nicht so funktioniert heute. Die wirklich richtigen Torchancen hat es nicht gegeben. Ja, ich glaube, erste Halbzeit haben wir doch ein, zwei Top-Chancen noch gehabt. Die zweite Halbzeit, wie du richtig sagst, sind halt dann die Überzahlsituationen nicht fertig gespielt worden. An dem müssen wir halt arbeiten und ja, wir sind halt froh, dass man da trotzdem noch einen reingekriegt hat. Die Spieler haben wir auch, werden wir in Zukunft auch haben. Wir wissen, dass jede Mannschaft top motiviert ist, aber Bruck hat eine sehr gute Mannschaft heuer. Sie sind nicht zu Unrecht da an der Tabellenspitze derzeit mit vorne. Dritter Spiel, dritter Sieg, aber man kann sagen, auch wenn man die 3 Spiele jetzt so hernimmt, erstes Spiel das Derby gegen Machfeld, das zweite Spiel Admira, drittes Spiel Letzburg, man tut sich schon schwer. Naja, Fußball ist nicht immer leicht. Also es ist ja nicht so, dass der Gegner daherkommt und oder generell sagt, ja, da habt ihr die Punkte, man muss sich vieles erarbeiten. Wir sind eine frisch zusammengewürfelte Mannschaft, man darf das nicht vergessen. Also diese Automatismen, wenn man glaubt, dass das nach 4-5 Wochen immer passt, wird, ist nicht der Fall. Ja. Wir haben ja jetzt auch immer wieder natürlich auch andere Spieler wieder reingebracht, aber das ist gut, dass auch die anderen Spieler da Spielzeiten kriegen, von dem her, aber das war mir ganz klar, dass alle top motiviert sind und wie gesagt, also wir werden noch einige Zeit brauchen, bis alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, auch in der Offensive. Ja. Ja, die Stripfinger mit Luft nach oben und eben auch mit dem nötigen Glück, aber so kürt man sich schlussendlich auch zum Meister. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Schauen wir uns noch einmal die Ergebnisse im Überblick an. Straßburg unterliegt dem Team Wiener Linien mit 1:2. Dreiskirchen besiegt Wiener Viktoria 3:1. Ebenfalls gewonnen hat der Wiener Sportclub 1:0 gegen den ersten Wiener Neustädter SC. Bruck an der Leiter schlug sich gegen Stripfing tapfer, musste sich aber 1:2 geschlagen geben. Und Leobendorf sicherte sich mit vielen Chancen ein 3:2 über Machfeld Mansdorf. Das Spiel FC Mauerwerk gegen die Admira Juniors musste abgesagt werden. Werfen wir auch gleich einen Blick auf die Tabelle. Der Wiener Sportclub ist jetzt neuer Tabellenführer. Punkte gleich dahinter liegt Leobendorf. Dritter ist Bruck, vierter Stripfing. Am Tabellenende gibt es nichts Neues. Letzter ist weiter Wiener Viktoria. In der Torschützenliste hat sich wieder etwas getan.
In Führung liegt Brugs Matuš Paugner mit 5 Volltreffern vor Leobendorfs Miroslav Milosevic mit 4 Treffern. Die nächste Runde darf natürlich auch nicht fehlen und da gibt es gleich einige Kracherspiele. Alle Matches finden übrigens am Freitag statt und da empfängt Brugg an der Leiter zum Duell den FC Mauerwerk. Wiener Viktoria bekommt es mit Stripfing zu tun. Die Admira Juniors treffen auf Leobendorf. Neusiedl am See gastiert bei Machfeld-Mansdorf. Der erste Wiener Neustädter SC spielt gegen das Team Wiener Linien. Und den Abschluss in dieser Runde machen der Wiener Sportclub und Dreiskirchen. Das war's also mit der Regionalliga Ost. Machen wir jetzt aber noch einen Abstecher zu den weiteren dritten Ligen im Lande. Da hat es beispielsweise in der Regionalliga Mitte einige ganz interessante Ergebnisse gegeben. Schauen wir uns diese einmal an. Wels gegen Weiz 1:5, Deutschlandsberg und WSC Hertha trennen sich 3:3. Völklermarkt unterliegt den WRC Amateuren 0:2. Allerheiligen gab sich keine Blöße und besiegte Karlsdorf 3:0. Gleisdorf Spital an der Trau 4:0. Die jungen Wikinger aus Ried und Gurten trennten sich 1:1. Stadl Paura musste sich zu Hause den Sturm Graz Amateuren mit 0:1 geschlagen geben. Und St. Anna deklassierte Bad Gleichenberg gleich mit 5:1. Und auch hier noch ein kurzer Blick auf die Tabelle. Die führt St. Anna mit 13 Punkten an. Dahinter liegt WSC Hertha ebenfalls mit 13 Zählern, Gleisdorf und die Sturm Graz Amateure. Die rote Laterne in dieser Liga hat jetzt Spital an der Trau inne. In der Regionalliga Salzburg schaut es folgendermaßen aus. Da liegt Kuchl an der Tabellenspitze, gefolgt von Austria Salzburg und Seekirchen. Zehnter und letzter ist hier Wals-Grünau. Natürlich wird auch in der Regionalliga in Tirol gespielt. Auch hier werfen wir einen Blick auf die Tabelle. In Führung liegt hier Wacker Innsbruck 2. Die Slezak 11 konnte WSG Swarovski Tirol 2 mit 6:1 besiegen. Dahinter liegt Kitzbühel. Die 11 von Trainer Bernhard Hanser besiegte Hall mit 4:0. Die restlichen Ergebnisse in dieser dritten Liga. Schwarz besiegt Ims 2:1 und Telfs gewinnt gegen Reichenau 1:0. Die letzte dritte Liga für heute ist die Elite-Liga in Vorarlberg und da gab es folgende Ergebnisse. Rötis unterliegt Schwarz-Weiß-Bregenz 0:4 und Hohenems besiegt Rankweil mit 4:1. Der Blick auf die Tabelle. Hohenems liegt an der Spitze, Wolfurt, Lauterach und Schwarz-Weiß-Bregenz sind dahinter klassiert. Ja, und das war's jetzt aber mit geballtem Regionalliga-Fußball. Am Donnerstag gibt es natürlich wieder eine Sendung der dritten Liga. Da werfen wir nicht nur einen Blick zurück auf die fünfte Runde, sondern haben natürlich auch einen Ausblick auf den sechsten Spieltag parat. Ich darf mich jetzt verabschieden und bis zum nächsten Mal in der dritten Liga der Regionalliga Ost hier bei uns auf Krone TV. Und nicht vergessen, auf Fan.at, Fußball aus jeder Ecke des Landes. Holen Sie sich die App von Fan.at, ein Muss für jeden Fußballfan. Auf Wiedersehen.